Sie lesen gerade das Schneegedicht. Böhmermann hat in einer Fernsehsendung ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, indem er ein Gedicht vorgelesen hat, das alle Grenzen der Schamlosigkeit übertroffen hat. Was ist Ihre Meinung dazu? Dieses Verhalten kann ich als Regierungssprecher der Türkei selbstverständlich in keinster Weise gutheißen. Herr Böhmermann sollte abends nicht mehr auf der Straße herumlaufen, denn wir haben ihn im Auge. Die Art und Weise, wie er unseren Präsidenten beleidigt hat und versucht hat, unser Land in eine schwere Zeit zu stürzen, wird ihm tausendfach entgegenschlagen. Er hat Schande über unsere Familien gebracht. Wir haben absolut nichts gegen Demokratie und nichts gegen Meinungsfreiheit, aber dieser blasse Junge sollte seine sexuellen Vorlieben nicht auf andere übertragen. Die Ziegen, die er fickt, sind doch das Problem. Wir können es kaum fassen, dass die Hure Angela Merkel nicht mit ihren Ziegenschwestern zu dem blassen Jungen gekommen ist, um zusammen mit dem Regierungssprecher Steffen Seibert auch mit Schafen zu schlafen. Unser Präsident hat gewiss keine Schrumpelklöten. Wir können dieser deutschen langen Mistkartoffel Böhmermann nur einen elendigen Tod wünschen, auf dass er unsere Meinungsfreiheit nicht mit Füßen tritt.